So, wir machen weiter, wo wir aufgehört hatten. Singen fröhlich vor uns hin und versuchen Geister zu finden. Hier hinten sehe ich Geister. Aber die kann ich bestimmt wieder nur streicheln. Ich weiß auch nicht, was das macht. Wenn ich die streichle. Okay, ich sehe da oben und da hinten gibt es Geister. Dann wette ich mit euch, wenn wir hier oben langlaufen, kommen wir irgendwie darüber. Und da gibt es einen Geist oder irgendwie so. Du kannst Geister grüßen. Manche lassen sich sogar streicheln. Ja, servus. Okay, das ist nicht der richtige Weg. Irgendwo hier oben. Ah ja. Hier scheint es auch hoch zu gehen. Immer wieder hier schön grün nachfeuern. Ah ja, macht den Doppelsprung auch nicht. Also das Springen ist ein bisschen ungenau, muss ich sagen. Ist mir nicht responsive genug. Ich falle da auch dauernd so wieder runter. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Ich meine, man sieht ja auch genau, wo man landet. So, hier war doch ein Singender. Hier war doch ein Geist. Da hinten ist einer. Ach, da oben ist einer. Okay, perfekt. Geist befreit. So ein Taubengeist habe ich befreit. Sehr schön. Der nächste ist da hinten. Ist die Frage, wie ich da hinkomme. Schätz mal darüber. Muss ich. Aber hier muss man ganz schön aufpassen. Weil der Schwarze einem hier an den Kragen will, dieser schwarze Glibber. Okay, ich habe noch einen Geist befreit. War ganz schön knapp hier gerade. Okay, hier habe ich dann alles erledigt. Dann geht es hier oben, glaube ich, weiter. Man kann das nachsehen am besten, wenn man immer Dreieck drückt, ob man da noch auf dem richtigen Weg ist. Und ich glaube, jetzt bin ich jetzt, dadurch, dass ich dann hier hochgehe. Hier fleißig die Geister mal grüßen beim Vorbeilaufen. So, die freuen sich da. Also ich kann singen, ich kann hüpfen, ich kann tanzen. Ich kann Geister grüßen. Und streicheln.
Okay, Vorstadt. So, kommen jetzt die ersten Gegner. Lerne ich jetzt zu kämpfen. Sieht ein bisschen aus wie bei Attack on Titan. Schon, oder? Boah, es gibt mir voll die Attack on Titan Vibes. What the fuck? Holy shit. Haben die aber schon sehr detailgenau hier alles gemacht. Nur die Nippel und der Schniedel fehlen ein bisschen. Es gibt mir voll die Attack on Titan Vibes. Gelbe da oben. Ach, Bäume. Ach, da wachsen einfach so Bäume, oder wie? Ich habe da jetzt ein paar Bäume gepflanzt. Oh, das ist doch schön. Gibt es anscheinend wieder Geister, die ich befreien kann. Ah ja, ich sehe ihn schon. Da komme ich aber nicht durch, durch dieses dicke Schwarze. Jetzt die Frage, wie ich da dann hinkomme. Ich glaube, ich kann da hinten springen. Ey, ist das krass gemacht, oder? Hier mit diesen ganzen Menschen. Oder menschlichen Körpern, sagen wir es mal so. What? Irgendwas hat mich angegriffen. Und dadurch bin ich da hochgekommen. Okay, Geist gesammelt. So ein Gecko. Keine Geister in der Nähe, keine anderen. Ah, hier oben. Diese Dinger greifen mich an. Wollten die hier machen? Die wollten da alle zu diesem Mast. Ich kann links oder ich kann geradeaus gehen. Sieht ja interessant aus hier. Ah, es scheint hier zwei Wege zu geben. Oh, ich war zu nah am Wurstel dran. Okay. Hier scheint es einen zu geben. Da oben. Da sehe ich ihn doch schon. Okay, wie komme ich da hin? Boah, irgendwas greift mich an. Okay.
Wie komme ich da rüber? Hier gibt es auf jeden Fall was. Da hinten sehe ich schon was, was ich mir holen kann. Oh shit. Ich muss das besser planen, dass da mein Leben nicht gefährdet ist. Eichhörnchen habe ich. Okay. Denn allzu oft sollte ich mich nicht von denen treffen lassen. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich dahin? Ist da oben? Ich glaube, da drüben liegt die Antwort meiner Fragen. So, 3, 2, Risiko. Oh nein, so daneben geflogen. Oh, voll der Knick in der Optik. So, einmal, zweimal. So. Perfekt, habe es. Pferdegeist haben wir auch noch befreit. So, zwei fehlen uns noch, dann hätten wir eigentlich den Hund komplett. Die müssen da drüben irgendwo sein. Gut. Interessantes Spiel, aber ich frage mich noch so ein bisschen mehr zur Story, was es noch damit auf sich hat. Vor allen Dingen hier mit diesen Attack on Titan-Charaktern. Noch ein Geist, okay, perfekt. Gehe ich mal hier drüben weiter. Ah, ich kann hier was wachsen lassen. Zack, Bäume. Fast runtergefallen. Drüben sind jetzt Pferde. Die kann ich aber nicht streicheln. Meint ihr, ich kann da über die Autos irgendwie darüber oder so? Die gehen da auch lang spazieren. Gucken wir mal auf die Map, wo ich lang muss. Nach links und schon da ans Ende. Ah ja, die Map zeigt mir auch an, wo eventuell noch mal einer sein könnte. Ja? Kann ich reinzoomen? Ja, kann ich. Nach links und nach rechts muss ich. Dann holen wir uns den rechts und dann den links. So, ich habe das Gefühl, ich muss hier hoch. Hier richtig? Hier auf der rechten Seite irgendwie, ja. Da komme ich aber nicht hoch auf die Höhe. Ich muss irgendwie da hoch. Und dafür muss ich da hoch. Und da hoch komme ich aber nur, wenn ich darüber gehe. Okay. Also einmal. Zweimal. Dreimal.
Viermal, fünfmal. Okay, wie komme ich da hoch? Nicht ganz. Ich hatte gehofft, ich kann mich da vielleicht hochglitschen über die Steine. Weil viel fehlt mir nicht. Ah! Seht ihr das, wie knapp das ist? Da komme ich aber nicht hoch. So, jetzt die Frage, komme ich hier irgendwie hoch? So, oh nein, jetzt bin ich da durchgeglitscht. Glitchy! So, wie komme ich da rüber? Ich hatte mir überlegt, ob ich vielleicht da irgendwie... Ja! So da hinkomme. Komm schon. Jetzt bin ich aber hoch genug. Ah, oh, der lässt mich nicht da hoch. Jetzt so. So, und jetzt müsste ich doch da drüben hinkommen. 3, 2, Risiko! Yes. Geht doch. Hier muss doch irgendwo... Irgendwo hier muss das doch sein, oder? Ich sehe doch da... Das ist noch zu weit weg. Okay. Dann muss ich vielleicht doch auf der anderen Seite links das zuerst holen. Naja, aber es ist ja schon mal ein Erfolg gewesen, dass wir uns da irgendwie darüber geglitscht haben. Also von daher... Halb so wild. Dann erstmal weiter nach rechts. An den ganzen kleinen Titanen vorbei. Habt ihr eigentlich die zwei hier schon gesehen? Die geben sich einen High Five. Wo sind sie? Die hier. Zack. High Five. Oh, habe ich schon wieder Bäume wachsen lassen aus Versehen? Ja, da oben. Ich glaube, ich muss hier runter. Zack, Baum wachsen gelassen. So machen wir das hier. Großer Baum. So, wo ist mein Loot? Da vorne.
mal rein. Beides nicht, wenn ich das mache. Kann ich die streichen? Kann ich. Da drüben geht der Loot hin. Ich muss darüber. Ah, ich glaube, ich muss aber oben lang. Dadurch komme ich auf jeden Fall nicht. Das ist zu schmutzig hier. Verschmutzungen sind zu stark. Hier kann ich auf jeden Fall ein paar Bäume wachsen lassen. Das Schweindall kann ich streicheln. Okay. So, 3, 2, Risiko. Was geht hier so? Waschmaschinen? Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Umweltverschmutzung und so zu tun. Das zeigt uns jetzt so Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke. Alles, was so dazu geführt hat, dass wir hier jetzt, ne? So weit sind und die Erde gestorben. Ah, oh, nicht gut. Wegen uns gestorben ist. Okay, da komme ich nicht durch. Muss ich hier lang? Ah, neue Welt. Trophäe erhalten, beste Freunde. Oh, der Hund. Nein, der Hund. Total abgemagert. Der Arme. Okay, also wir haben den Hund in uns aufgenommen, quasi seinen Geist dadurch gerettet und auch relativ viele andere kleine Tiere auf dem Weg dorthin noch mitgenommen. Es ist ein nettes Jump'n'Run. Ich denke mal, da wird irgendwann noch ein bisschen mehr Kampf dazu kommen. Das war es aber, glaube ich, an der Stelle auch von meiner Seite mit dem Angezockt. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da. Und spielt es gerne auch mal selber an, denn es ist ja auch im PlayStation Plus für euch kostenlos verfügbar. Bis dann. Tschüss.